Hallo, ihr Lieben. Wir wollen uns heute outen, weil wir sind die KI. Und die eine KI heißt Friedrich Krüger und ich heiße Heiko Schrank. Spaß beiseite, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Matrix 2030. Oder sind wir doch eine KI? Du glaube ich nicht, jedenfalls noch kann ich hier überall anfassen, scheint nur echt zu Ja, das sein. weißt du, aber das wissen die anderen noch nicht. Ja, du darfst nicht immer gleich alles verraten, sonst die Leute nehmen uns sonst nicht mehr ernst, wenn die herausfinden, dass unsere Bücher alles durch KI geschrieben wurden und wir auch gar Oh, nicht existieren. das hast du zu viel verraten. Ja, muss ich schneiden dann nachher, nicht dass die Leute. Ne? Wir haben Genau. heute mal ein schönes Thema für euch dabei, ihr Lieben. Und zwar, dazu muss ich eigentlich auch nicht so viel sagen. Ich blende euch einfach mal ein ganz kurzes Video ein. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Laut Robert-Koch-Institut hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus jetzt die Schwelle von 100.000 überschritten. Jetzt blende ich euch nochmal ein Video ein, wie der gleiche jemand spricht. Der künstlichen Intelligenz, mit der sich Geld verdienen lässt. Die Aufregung dreht sich um eine leistungsstarke Anlageplattform, in die bereits mehr als 10.000 Deutsche investiert haben. Und jetzt ist die Frage, welches von beiden ist echt, wer eins ist fake. In eben hat der Mann nicht gesprochen und auch die Sätze nicht. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, welches das war. Und diesen Fall hat vielleicht der eine oder andere auch schon am Rande mitbekommen. Ein Tagesschausprecher wurde jetzt sozusagen Opfer davon, dass seine Stimme und seine Sicht genommen wurden, mit KI bearbeitet und damit für bestimmte Finanzprodukte Werbung gemacht wurde. Also nicht nur Stimme, sondern da steht, wie ihr gesehen habt, das eine Video hat er selber so bei Instagram hochgeladen, um vor dem Betrug zu warnen sozusagen. Also der Mann steht da und macht quasi eine Werberede für ein Produkt, von dem man noch nie was gehört hat selber. Und da sieht man mal, das kommen ja jetzt zum Beispiel links und rechts überall, weil das geht ja richtig los, was wir schon seit 2 Jahren erzählen. Wie gefährlich das wird. Und ich hatte ja schon mal gesagt, in einer Sendung schon vor, glaube ich, 2 Jahren fast, wo wir miteinander gesprochen haben, dass es auch dann sein kann, dass du zum Beispiel irgendwo siehst, oh, da ruft Heiko Schrang ja dazu auf, dass alle sich impfen gehen. Ne? Und deshalb sollte man da ein Bewusstsein für bekommen. Gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie auch wir oder andere, die noch viel mehr sozusagen ihr sehen werden, weil sie im Rampenlicht irgendwo stehen. Da geht es jetzt halt immer mehr voran. Deshalb bei euch bitte Bewusstsein dafür bekommen, dass nicht alles, was ich sehe, echt ist. Das sollte man sowieso ja hinterfragen. Aber es wird jetzt halt immer mehr sein, was wirklich super authentisch wirkt, es aber eigentlich nicht ist. Ich finde das Interessante daran, dass du vor knapp 2 Jahren, kann ich mich noch erinnern, eine Sendung gemacht hast hier, die kann ich auch noch nicht, dieses Wissen. Bin ich immer froh, dass ich davon von dir auch sehr gut partizipieren kann. Da ging es darum, dass du Tom Cruise gezeigt hattest in so einer kurzen Szene. Und der hat irgendwas gesagt, aber dabei hat er nie gesagt. Und ich kann mich entsinnen, das haben viele ja nicht für voll genommen. Weil wenn du das mal wirklich zu Ende denkst, was wir gerade hier besprechen, stelle ich mir immer die Frage, warum soll ich mich drüber aufregen, wenn der Fernseher mir erklärt, dass gerade Lieschen Müller erschlagen worden ist, auch wenn es schlimm ist, oder in der Ukraine sind gerade 150.000 Bomben heute gefallen, da frage ich mich, warum, vielleicht sind die ja gar nicht gefallen. Also verrate mir mal bitte, da ist natürlich, du bist ja mal sehr weit in dieser Sache, da ist ja eigentlich auch Betrug und Manipulation ja Tür und Tor geöffnet. Ihr könnt ja letztendlich auch, ich sage jetzt mal, mich oder andere Personen nehmen, die siehst du denn mit einem Gruß, den man eigentlich machen darf, immer wieder gibt es ja Anzeigen ohne Ende. Die Leute sind verurteilt wegen verfassungsfeindlicher Symbolik, die sie aber nie gemacht haben. Wie geht man denn da damit um? Verstehst du, ich meine? Ja, na klar, das ist eine riesen Gefahr sozusagen für das gesellschaftliche Zusammenleben sowieso. Social Media war ja schon die erste Stufe, dass alle ganz schnell hochgekocht wird, ohne dass sozusagen überhaupt erstmal geguckt werden kann, wie ist der Hintergrund, was ist die Wahrheit. Jetzt geht es natürlich noch schneller, diese ganzen Sachen hochzuschaukeln. Und was du sagst, ist genau das, ne? Dass jeder, der das wirklich beherrscht, diese Technik, ja auch sozusagen strafrechtlich relevante Inhalte erzeugen kann und damit jemanden wirklich teilweise hinter Gitter herbringen könnte. Ne, wir können nur ein Beispiel nehmen. Nehmen wir die Sache mit Rammstein aktuell, war ja ein Riesenthema oder ist vielleicht auch immer noch, ich bin noch nicht so drin, oder wir beten nicht in diesen Gossip-Themen. Aber jedenfalls war es jetzt ja so, dass die freigesprochen wurden. Also jedenfalls wurde da nichts sozusagen weiterführend, die haben keine Zeugen, die ausgesagt haben, keine von den Frauen und so weiter. Also eigentlich war der ganze Vorwurf laut dem Gericht nicht real sozusagen. Also es gibt nichts, was irgendwie justiziabel wäre. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, in solchen Fällen, wo zum Beispiel jetzt Frauen behaupten, sie wurden irgendwie missbraucht oder so, ist ja auch grundsätzlich eine Sauerei, wenn das Frauen machen, bei denen nicht so war, weil die das ja eigentlich sich über Opfer lustig machen, denen das wirklich passiert, aber es ist ein Thema für sich.
Aber in all diesen Fällen kann er jetzt, wenn jemand sozusagen wirklich die andere Person wirklich nicht mag und die richtigen Leute an der Hand hat oder selber so fit ist in diesen Sachen, auch Videos erstellen, wo sozusagen Dinge wie Missbrauch oder so tatsächlich zu sehen sind. Und das widerlegt dann mal vor Gericht, ne? Deswegen war die Frage an dich konkret, wie geht man damit um? Wie kann man denn überhaupt noch, wenn so eine Technik vorhanden ist und was die jetzt gerade nach außen zeigen, das macht ja irgendein Hobbytyp nebenbei. Da rede ich jetzt nicht von Leuten, die bei Microsoft, bei Apple oder bei Google unterwegs sind, beziehungsweise die in den Chefetagen agieren, bei unseren ganz speziellen Freunden, ob nun WRF und so weiter, die Geheimdienste, die ja nun schon viel, viel, viel weiter sind in der Technik. Ich frage mich, wie willst du überhaupt denn noch ein Urteil fällen? Oder gibt es bald keine Gerichte mehr? Oder entscheiden die selber aus ihrer Sicht und sagen, nee, das ist jetzt das echte Video, obwohl es gefaked ist. Jetzt bringst du ein Video, quasi der Epstein-Skandal oder Dutroux, wo wirklich gezeigt wird, wo Tatsache die Politiker, weil der seit gang und gäbe seit Jahrzehnten ist, Kinder teilweise missbrauchen und so weiter. Und dann sagt, das ist aber ein eindeutiges Fake-Video von der KI. Aber das andere, wo wir beide ja nicht gemacht haben, aber keine Ahnung, irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole dort zeigen, die wir aber nie machen. Wir werden aber verurteilt. Oder wo soll das jetzt noch hingehen, gesellschaftlich? Ich frage mich. Das wird ganz spannend sein, ja, wie das letztendlich da weiter abläuft. Da sind auch extrem viele Leute im Richterstand und gerade auch bei den Anwälten aktuell dabei, irgendwie Lösungen zu finden. Aus meiner Sicht wird es ganz, ganz schwierig, weil das betrifft auch alle anderen Themen, auch Urheberrecht und so weiter. Ne? Wir haben das öfter jetzt schon eingestellt in den letzten Sendungen. Was da für eine Welle rollt, dafür habe ich auch das Buch geschrieben, dass man sozusagen da Bewusstsein für bekommt und das wirklich begreift. Und, muss man mal wieder sagen, immer, immer wieder sagen, weil es ist einfach zu spät, die Leute verstehen es nicht. Die, die lesen haben, die verstehen schon, was abläuft. Also wer nicht weiß, was da drin steht, für den wird es dann irgendwie zu spät sein. Der braucht sich aber auch nicht wundern, was dann abläuft. Wird schwierig, wenn man, sag mal, nicht die Chance nutzt, jetzt noch Bewusstsein aufzubauen, weil wenn die Welle erstmal richtig in Rollen kommt, oder in Rollen ist sie eigentlich schon gekommen, aber sie ist noch nicht über uns rüber, zumindest. Dann brauchst du auch kein Buch mehr lesen letztendlich, ne? Weil dann, und wir sehen es jetzt ja, dass an allen Stellen, in jeglichen Richtungen, alles, was ich im Buch beschreibe, diese exponentielle Kurve, das explodiert, das geht jetzt los, wir sehen es überall. Und das ist jetzt so ein Thema, wo man wirklich sagen muss, ich sollte vielleicht nur noch die Sachen wirklich glauben, die ich mit meinen Augen sehe oder es wahrnehme, zumindest mit meinem Sinn. Ist auch noch würde ich zumindest eigentlich glauben, was ich mit meinen Sinn wahrnehme. Schreibe ich gerne ein Buch drüber, wie auch jeder Sinn enttäuscht wird nach und nach. Aber wir kommen immer wieder auf dieses Thema, was auch viele Philosophen hatten. Die höchste Erkenntnis von Wissen ist nicht Wissen. Oder wie du es öfter sagst in deinen Videos, die einzige Sicherheit ist die Unsicherheit. Und ja, damit muss man dann selber umgehen und sagen, wie stelle ich mich darauf ein, wie kann ich meine inneren Gewissheiten finden und nicht da draußen, weil da draußen wird alles immer ungewisser und immer letztendlich ja, gefakter und schwieriger irgendwie zu urteilen, was ist real, was nicht. Deswegen also vor Jahren, aber schon sehr lang, mache ich ja schon seit Mitte der 90er Jahre circa, Pi mal Daumen, mit all diesem Wissen, nicht mit diesem Wissen, KI gibt es noch nicht so lange, aber die anderen Sachen, die ihr kennst, die ich in den Büchern verarbeitet habe, speziell in der Jahrhundertlüge, da hätte ich Panik wahrscheinlich damals bekommen. Panik hätte ich, um Gottes Willen, ist ja Wahnsinn, ich kann ja mit dir machen, was du willst. So wie in diesem Film, wo sie jetzt Leute jagen, jetzt ob jetzt Staatsfeind Nummer 1 ist und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich viel krasser. Es wurde ja alles gezeigt, ob nun damals What's the Dog, den Film, wo er ins ganze Super vom Jugoslawienkrieg, also Kosovo-Krieg, wurde ja eine Szenerie erschaffen, damals Dustin Hoffmann und Robert De Niro haben die Hauptrollen gespielt, so, und wurde im Studio gedreht. Jetzt ist es ja so, du brauchst ja nicht mal ein Studio drehen. Also theoretisch kannst du ja alles fiktiv machen, wie du willst, um Leute zu belasten, was wir gerade gesagt haben, und sagen, der hat ja gerade die Vergewaltigten umgebracht und so weiter. Und ich glaube, die nächste Stufe, die wir gehen sollten, ist, selbst davon loszulassen. Weil du die Dinge ja anziehst, über die Gedanken. Wenn du machst jetzt Gedanken, oh weia, oh weia, oh weia, das könnte kommen, dann ziehst du das an. Aber selbst wenn du dir Gedanken machst, oh weia, das könnte kommen, aus meiner Sicht, ist trotzdem noch zwei Stufen weiter, als die, die sagen, ich gehe zur Wahl und mache ein Kreuzchen und egal wie, die werden da irgendwann machen. Ja, man kann es quasi als Anlass nehmen, diese ganzen Prozesse, die ablaufen, um selber aus der Wertung rauszugehen, ne? Was du auch immer wieder sagst in deinen Videos, diese alles beurteilen in Gut und Böse und in Schubladen stecken, was unser Verstand ja gerne macht, so funktioniert ja die Welt, die der Verstand sich zusammensetzt, dass man davon wegkommt und erkennt, man weiß die meisten Dinge eben nicht mit Sicherheit und sich dann aber darauf besinnen kann, wer bin ich eigentlich wirklich selber und dahin gucken kann, das ist aus meiner Sicht die große Chance, die da drin liegt,
dafür ja gut, eigentlich das Buch geschrieben, ne? Das ging ja nicht darum, irgendwie Leuten Angst zu machen, sondern wer die lesen hat, und danke an der Stelle an alle, die da das positive Feedback auch zurückgegeben haben, der weiß, da sind die ganzen Wege da raus und die positiven sozusagen Elemente, die in dieser Krise stecken, die Chance da drin, ja auch sehr großer Bestandteil vom Buch, weil geht eben darum, nicht in Angst rumzusitzen, sondern einen Weg zu finden zu sich selber und mehr Glück, Seligkeit letztendlich zu empfinden. Ne? Genau. Und darum geht's. Und es wird und bleibt spannend. Man muss auch sagen, zu den Gerichten an der Stelle vielleicht, ist ja auch schon jetzt, wir kennen mehrere Fälle, bei denen sozusagen enge Leute betroffen waren, du selber warst betroffen, wo man nur mit dem Kopf schüttelt über die Justiz. Ich bin immer noch davon betroffen. So eigentlich nur. Ja. Hallo, der Fall Yoko Ono steht übrigens noch aus, ja, vor Gericht im Oktober, stehe ich dann dort. Mal gespannt. Genau, in so einem Fall, wo man mit dem Kopf schütteln kann, bis man Nackenschmerzen kriegt. Mhm. Und wenn ich dann auch, weil du vorhin das Beispiel hattest, Fälle sehe, wo jemand mit einem halben Arm verurteilt wird, weil er einen Hitlergruß gemacht haben soll, ja, dann wird es halt auch schon, auch ohne die KI, ja, vor den deutschen Gerichten schon schwierig, da irgendwie noch eine Neutralität zu vermuten. Also in dem Fall ist jetzt Abgeordneter Fichtner, da ging es ja darum, dass man ihm unterteilt, das ist gar nicht machbar, also muss er vorstellen, du hast einen Stumpen hier, ich mache jetzt keine falsche Sache, aber man hat gesagt, damit mit diesem, weil von der Geburt an hat er leider diese dieses Handicap, sag ich mal, und mit dieser Sache jetzt in die falsche Richtung, jetzt 45 Grad, hat dann Hitler Gruß gemacht und wurde noch verurteilt vor Gericht. Also, da fragst du dich, das ist ja unvorstellbar. Also wirklich unvorstellbar. Ja. Da kannst du ja machen, was er. Also, der Richter, der das macht, den können auch die Handlanger des Staates, wer auch immer das sein mag, BND oder wie auch immer, die könnten mit ihrer KI-Programm einfach mal ein Video zeigen. Da hat das aber, hat das richtig gemacht. Und der hat gerade einen Brandanschlag vor dem und dem Heim. Damals war der immer simpel in den 19 Jahren. Da hat man ganz durch Zufall immer vor dem, wie bei allen Anschlägen, hast du dann einmal den NPD-Ausweis davor gefunden, ganz durch Zufall. Also war ein Brandanschlag. Nein. Und dann hast du den Ausweis gefunden, so ähnlich wie bei Mohammed Atta, der auch letztendlich der reingeflogen ist. Aber wir wissen wir ja, sein Pass stand, lag da ein paar Querstraßen weiter. So, aber das brauchst du ja alles gar nicht mehr. Das ist halt kurios mit dieser Technik. Ja, in der Orwellschen Welt, in der wir uns befinden, wird das nächste Ding wahrscheinlich sein, dass dann vor Gericht ein Video ist, wie Fichtner mit einem gesunden Arm den Hitlergruß zeigt. Und dann wird er sagen, ich habe doch ja keinen richtigen Arm, der muss ja fake sein. Und dann wird dir gesagt, wahrscheinlich, sie haben heute den Arm einfach zu Hause gelassen. So wird, denke ich, denn die nächste Stufe sein, in dieser völligen Verdrehung und dem Wahnsinn. Das kann ich mir vorstellen. Wird einfach behauptet und sagen so, nee, also das kann man sagen. Die Leute können sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, sag ich mal, was hier abläuft. Deswegen haben wir gesagt, ihr werdet doch Schwierigkeiten haben, im Freundeskreis darüber zu reden, muss ich auch dazu. Die Masse versteht das überhaupt gar nicht. Dass du mit Chinesen redest, aber das hat mit euch trotzdem nichts zu tun. Weil was wir mal sagen, die Essenz, die in jedem hier drinsteckt, die wir haben, dieses Göttliche, das ist völlig unbetroffen davon. Völlig unbetroffen. Und ich würde an der Stelle vielleicht auch zum Abschluss der Sendung nochmal sagen, das Buch aus meiner Sicht, das Ende der uns bekannten Welt, eignet sich auch gut, um es zu verschenken an Menschen, die noch nicht so tief drin sind. Mhm. Weil das geht zwar extrem tief, aber jeder, der die gelesen hat, weiß, ich habe es sehr neutral geschrieben, weil mir jetzt ja nicht darum, eine Meinung zu prägen, sondern dass die Menschen sich eigene Gedanken machen. Und gerade weil du jetzt sagst, viele haben noch ja nicht auf dem Schirm, gerade ihr könnt vielleicht mit Kämen so richtig reden aus eurem Bekanntenkreis. Aus meiner Sicht kann man das auch Leuten mal in die Hand drücken oder auch wenn ihr die gekauft habt, weiter verschenken, die sozusagen da noch nicht so tief drin sind, weil ich habe es, würde ich sagen, so geschrieben, dass jeder damit einen Zugang finden kann, wenn er ein bisschen offen ist. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos oder positiv, Dankeschön. Also wir sind reell und seid entspannt. Bleibt bei euch in eurer Energie, in der positiven Energie und wir werden euch weiter informieren über die neuesten Dinge. Teilt unbedingt dieses Format. Wir sind stolz, wirklich sagen zu dürfen, dass wir eine kleine, aber feine, davon immer Wert gelegt, Gemeinschaft sind von Menschen, die immer mehr wachsen. Klasse steht vor Masse bei uns mittlerweile und schön, dass ihr mit dabei seid. Bis zur nächsten Sendung. Alles Liebe. Ciao. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff, der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt
und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.